Worte von Weisheit, Teil 21. Reines Seligsein wird nur aufscheinen in denen, die das Gefühl verloren haben, die Macher des Geschehens zu sein und die dadurch Freiheit in allem Tun gewinnen. Anstatt Gedanken nachzujagen, die sagen, ich hätte, müsste, könnte, sollte, dieses tun, jenes nicht tun, ist Vertrauen ins Leben selbst vonnöten. Sich der Gnade des Göttlichen auszuliefern und Ehre dem zu geben, was Leben schenkt, löscht jedes Ich mache dies Denken aus. Es gebiert die Fröhlichkeit unschuldiger Kinder. Das, was die Lilien auf dem Feld ernährt, ernährt alles, was lebt, auch die Menschen. Diesem einen alles zu Füßen zu legen, alle Lasten und Sorgen, das gilt es zu tun. Sich von Morgen und Zukunft zu befreien und zu vertrauen, dass alles gegeben ist, lässt das sich unablässig schenkende Leben durch jede Phase erfahrbar werden. Noch so ausgeklügelte Übungen, den Körpergeist beherrschen zu lernen, sind geradezu kraftlos angesichts der Macht, die durch Hingegebensein von selbst wirkt. Ein Instrument Gottes sein zu wollen, ist immer noch ein etwas sein wollen. Es ist nicht die Hingabe an das, was ist, und die Gott selbst erscheinen lässt. Alles, auch diesen Gedanken loszulassen. Ich bin ein Diener Gottes, macht erst wahres Dienen möglich. Ohne ein Ich kann Gott sein, wie es ist. Selbst wenn der Körper zu siechen beginnt, möge dieses Siechtum Gottes Siechtum sein und nicht mit mein Siechen verwechselt werden. Dann ist Gnade wahrhaft lebendig. Jegliches Leiden endet dann, wenn auch das Bedürftigsein dem Göttlichen in vollem Vertrauen zu Füßen gelegt wird. Denn in Wahrheit kommt und geht alles aus dieser einen Quelle, auch Bedürfnisse und Bedürfnislosigkeiten. Warum sich also Sorgen darum machen? Dort, wo ein Mensch sich hingibt an das ewige Fließen des einen, gibt es keinen Gedanken, ich brauche. Alles ist frei und rein, wie es ist. Ob Handeln geschieht oder nicht geschieht, ist unabhängig von ich mache Gedanken. Sich vom persönlichen Nehmen zu befreien, heißt nicht, auf ewig einzufrieren. Im Gegenteil kann reines Handeln nur dann geschehen, wenn es unvermischt ist und kein richtig machen wollen seine Natürlichkeit behindert. Jeder Wunsch nach einem Ergebnis, jede Erwartungshaltung dem Leben gegenüber blockiert die Energieflüsse des sich selbst harmonisierenden Ganzen. Jenen, die das Ich und das Mein ganz und gar dem Göttlichen übergeben und sich vollständig dem einen ausliefern, kommt Gott im Hier und Jetzt entgegen. Und so, aufgelöst im All einen Ganzen, das sich von selbst bedingungslos schenkt, erfahren die Hingegebenen einen Frieden,
der von unbeschreibbarer Köstlichkeit ist. Alles ist grenzenlos weit und frei. Existenzsein, Bewusstsein, Beseeltsein an sich. Es ist jenes ursprünglich nackte Dasein, das eins ist mit dem Erhabensten Selbst.